Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. In diesem Video zeigen wir euch, warum die Perser, die Schia, alle Majus und Schia, zusammen arabische Schia und persische Schia, Majus, warum diese Leute so einen riesen Hass auf die Araber haben. Und insbesondere auf Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab, alayhi salam. Ja, er sagt, ich werde das kurz übersetzen, ganz kurz, und dann werden wir das auch simultan gleich übersetzen, was er erzählt. Er sagt, die Araber und insbesondere Umar al-Khattab hat dieses Staat, persische Staat, fertig gemacht, als er halt angegriffen hat. Natürlich Sayyidina Umar al-Khattab und dann der Qaid, der General dieses Armees von den Sahaba radiallahu anhu war, Sa'ad ibn Abi al-Waqqas radiallahu ta'ala anhu war, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und in diesem Armee haben die Araber die Perser fertig gemacht, Majus und Kisra. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat schon damals gesagt, ja, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, die Mu'minun, die Kisra fertig machen. Und nach dieses Kisra gibt es kein zweites Kisra. Ja, und deswegen die Nubuwa des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist tatsächlich auch passiert, wo in dem Khilafah von Sayyidina Umar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu war, dies passiert ist, indem Sayyidina Umar die Perser angegriffen hat und sie alle vernichtet hat. Und da sagte er, deswegen haben die Perser so einen riesen Hass auf, insbesondere Amir al-Mu'minin Umar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu war, und nicht auf Abu Bakr und nicht auf Khalid ibn Walid radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Deswegen sagte er, die haben diese Geschichte so ein, für diesen Geschichte, was die Araber, die Perser, halt, was die Araber mit den Persern gemacht haben, haben die Rafida, haben die Schia noch ein Bild hinzugefügt, Bild des Hasses, damit die Perser und damit die Schia noch mehr Araber und insbesondere Amir al-Mu'minin hassen. Nämlich, die behaupten, dass Amir al-Mu'minin, Umar al-Khattab, das Haus des Fatimas verbrannt hat und Fatima getötet hat. Und dann behauptet er auch selber, das ist eine Lüge. Ja, das ist niemals passiert, aber die wollen diese politische Ereignis so ein religiösen halt auch Ansicht geben, ja, damit die Menschen, ja, damit der Hass der Menschen noch größer wird gegen die Araber und gegen die Perser. Wir hören zu, inshallah ta'ala, und übersetzen das. Ja, aber ganz wichtig ist, liebe Geschwister, bei diesem Punkt, dass er behauptet, ja, das, was die Rafida sagen, das, was die Schia sagen, dass Sayyidina Umar Fatima angegriffen hat, radiallahu ta'ala anha, und die Rippen von Fatima gebrochen hat und das Haus Fatimas verbrannt hat. Dieses Sayyid hier, dieses Rafidi, sagt, das ist niemals passiert, aber die Schia haben das erfunden, damit der Hass der Perser und damit der Hass der Schia weitergeht, liebe Geschwister. Wir hören zu und übersetzen das. والثقافة Die الشيعة meisten أكثر في Schia إيران sind ليش؟ im Iran. Warum? لأنه أمر Weil Umar الخطاب ibn al-Khattab radiallahu anhu كسر خشومهم sie fertig gemacht hat, وأذلهم deren Nase gebrochen hat. يعني إمبراطورية So ein عظيمة Riesenstaat wie مثل Perser, فرس wie die Perser. يجون Und die Araber aus der مثل ما Wüste, يقول على beschreibt er, die الأجناء Araber aus der Wüste الأكرام kommen und machen sie fertig. يفلشوها وبعدين Und يجيبون töten die ganzen الشيعة Generäle und die بياخذوا ganzen نساءهم بالأعراف Ehrenmänner von ويجيبوها Furs القمر يوزعها und بنات die Frauen أخشاهم werden als Sabi البنات genommen يوزعها على دول und die Frauen als Sabi البنات werden verteilt. Ja, يتردسون بيهن dann sagt er, هذه das ist بناك تبقى يعني dieses Hass, سنة sagt er, سنتين das بليبت تروح nicht ein Jahr und zwei Jahre. وتروح Nein, das geht nicht ولا weg, تصير sondern والكراهية bleibt باقية 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre. ولهذا أعدى أعداء Deswegen der größte الشيعة في Feind von إيران Schia ist مو أبو بكر nicht Abu Bakr und ولا nicht حد منهم Khalid, sondern Umar ibn يلعن al-Khattab. عمر يلعن عمر ليش؟ Und verfluchen Umar. رتبوا عليه شنو؟ Und قالوا كسروا العزالة deswegen haben die حتى behauptet, يكون dass يصدق er auch القادة die دينهم Rippe von Fatima gebrochen hat, damit die halt einen religiösen قالوا لا Ansicht geben, كسروا damit der العزالة Hass ولا halt größer ولا wird. عمر يسمع Und ما deswegen ist فعلوا das nie passiert. Und die lachen. Er sagt, das ist nie passiert. فالعجم Und bei den Ajam حقهم ist deren مو Recht, سهل sagt er, ist nicht مو سهل einfach, مو سهل إمبراطورية so eine كاملة Riesenstadt wie Perser, يفلشها dass die Araber sie fertig اسكندر machen. ما فعل هيك شيء Alexander, als er اسكندر gekommen ist احتل und إيران كلها Perser angegriffen hat, وعدة أشهر nach انسحب 2 Monaten hat er خلوهم halt على seine دينهم Armee zurückgezogen دول und hat sie عنصرية auf deren Religion zurückgelassen. ما خلوا Aber أعراف die Araber, ما als sie خلوا angegriffen haben, sie مقدمات fertig حتى gemacht. تاج Sogar كسرى der فلشوه
Sogar der Taj, der auf dem Kopf von Kisra war, haben die in Stücke gerissen, dieses Gold. Dann sagt er, warum habt ihr diesen Taj, halt das, was der auf dem König auf dem Kopf trägt, warum stationiert ihr das? Dann sagt er, wenn es in dieser Zeit wäre, dann wären die Amerikaner gekommen und haben die Araber halt dafür zur Verantwortung genommen, dass die diesen geschichtlichen Stück yani zerstört haben. Und die Araber verstehen sowas nicht. Genauso wie die Taliban damals die buddhistischen Staaten zerstört hat. Deswegen sagt er auch, yani, er sagt kurz nochmal, die Sahaba, radiallahu ta'ala, und alles, die Perser angegriffen haben. Und halt dieses Taj, was der König auf dem Kopf trägt, ja, dieser Krone, haben die auch in Stücke zerrissen. In Stücke zerrissen mit Schwertern. Da sagt er auch, warum haben die das gemacht? Ja, nee. Da sagt, warum haben die das gemacht? Wenn die Amerikaner, wenn dies in unserer heutigen Zeit gewesen wäre, dann hatten die Amerikaner große Beschwerden an diese Leute gerichtet, dass die so ein geschichtliches Ereignis zerstören. Warum? Genauso die Taliban, als die damals die buddhistischen Statuen in Afghanistan oder Pakistan war das, die zerstört haben. Er sagt, die Araber verstehen sowas nicht. Yani, er befürwortet, ja, dass man solche Sachen nicht machen soll. Ja. Die buddhistischen Statuen sollen bleiben, der Krone von Kisra, warum soll es zerstört werden? Ja, nee, er befürwortet halt diese Ereignisse. Aber das wichtigste Sache ist, dass er behauptet, ja, dass Umar ibn Khattab niemals, ja, Fatima alaihi salam weder angegriffen hat, noch deren Haus verbrannt hat. Das ist eine Lüge und das ist eine erfundene Geschichte von Schia, damit der Hass von Schia auf Sayyidina Umar, Amir al-Mu'minin und Araber halt noch mehr wächst, lieber Geschwister. Und das ist auch eine Antwort an die ganzen Juhal und die ganzen Ahnungslosen von Schia, die behaupten, dass Amir al-Mu'minin, Umar al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu arda, Fatima angegriffen hat. Und wo ist Ali dabei geblieben, lieber Geschwister? Wo ist Ali, fragen wir. Ja, subhanallah, die sagen, Ali kann das machen, Ali kann dies machen, Ali ist der Donner und Ali ist dies und das und wenn Ali möchte, dann kann er die Erde mit seinem Schwert, Dhul-Fiqar, in zwei Teile zerschneiden. Aber wenn, dann sagt er, aber wenn Umar kommt, zieht sich Ali zurück, ja, in die Ecke und Umar kommt und schlägt seine Frau. Subhanallah, wer sagt sowas, liebe Geschwister? Das ist alles eine Lüge, barakallahu fikum. Die Schia halt aufgetischt haben, damit der Hass der Perser, damit der Hass der Schia auf die Araber und insbesondere auf Amir al-Mu'minin, Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu arda, noch mehr halt wächst. Und Tatsache ist, dass solche Lügengeschichten nur von Schia kommen, liebe Geschwister. Ja? Und deswegen der Ursache dieser Fitna, ja, in der Umma, ja, im Innen von Umma, sind diese Rafida, liebe Geschwister. Wir müssen aufpassen und genauso unsere Geschwister in jetzt in Ägypten ganz besonders, die Madde Schiri versucht auf jeden Fall halt dort Platz zu kriegen in Ägypten, damit der schiitische Glaube verbreitet wird und damit Stück für Stück und langsam aber sicher die anfangen, die Sahaba zu beschimpfen, die Ummahat al-Mu'minin alayhi salam zu beschimpfen und alle Menschen zu Kuffar zu erklären, die an deren Glaube nicht glaubt. Ihr müsst barakallahu fikum und wir alle, ja, müssen halt wachsam sein. Und auch die anderen Geschwister aus Tunesien und aus Marokko und aus Bahrain und aus alle, ja, muslimischen Welt müssen aufpassen auf diesen Met von Shia, barakallahu fikum, dass er nicht zulässt, dass dieses Dullal, ja, mit deren Bid'a-Madhab weitermachen, barakallahu fikum. Und das war halt selber auch ein Beweis und eine Shahada von diesem Rafidi hier, dass er behauptet hat, alles, ja, der ganze Grund dafür ist, dass Sayyidina Umar Kisra besiegt hat. Deswegen ist dieses Hass aufgetaucht bei den Persern und bei den Schia. Ansonsten nicht. Aber was die Tötung von Fatima betrifft, dass Sayyidina Umar ihre Rippen gebrochen hat und dass Muhsin gestorben ist, der angebliche Sohn der von Fatima, wo Fatima schwanger war mit ihr angeblich. Und Ali ist nicht da. Ali, sie zieht sich zurück und die kommen und schlägen seine Frau. Subhanallah, wer glaubt an sowas, liebe Geschwister? Und wir werden inshallah ta'ala auch selber ein Dars über diese Geschichte machen, über
diese Lügengeschichten, die die Schia verbreiten, über dass angeblich die Sahaba Fatima verletzt haben und letztendlich getötet haben, das ist alles reine Lüge, hundertprozentige Lüge. Und wir werden auch die Bücher von Schia zitieren, insbesondere Salim ibn Qais, dieses Mal'un, ja, das ist der erste Majusi Rafidi, der mit dieser Geschichte angefangen hat, der diesem Buch geschrieben hat. Und dieses Buch ist da'if, maudu' bei den Schia selber. Barakallahu fikum. Ja, und wie diese Ereignis zur Aqida wurde bei Schia, wir werden das inshallah ta'ala alles erklären und alles hochladen. Barakallahu fikum. Bis dahin inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.